Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge hier auf der Neumini-Brunn. Wir haben unser Alpenprojekt ein bisschen vorangebracht und sind jetzt hier oben auf der Alpenwiese am Ernten. Ich habe Heu gemacht und ein Teil ist Heu, ansonsten fährt da unten der Steier, legt noch Grasschwart. Und die werden wir natürlich dann auch noch einfahren. Ansonsten bin ich hier mit dem Reform Breim Alpin unterwegs und bringe jetzt erstmal ein bisschen Heu zu unserem Silo. Ich muss mal schauen, ob wir das Gras dann anschließend zu Ballen pressen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Oder ob wir das dann auch einsammeln und hier in das Silo kippen. So, das müsste so packen. Einmal passen. So, einmal ausladen, bitte. Hervorragend. Und jetzt haben wir in dem Silo 70.000 Silage, 5.700 Stroh und Heu kommt da jetzt auch noch jede Menge rein. Also dann haben wir hier genügend Material für unsere Kühe hier an unserem kleinen Aussiedlerhof hier am Berg. So, Dele, jetzt möchte ich heute ja auch gerne mal auf eure Kommentare eingehen, denn ihr habt mir ja in die letzten Folgen ja ein bisschen was reingeschrieben. Ich schaue jetzt gerade mal, dass ich den Kollegen hier in Position bringe, um die nächste Schwart einzufahren. Und dann muss ich mal gucken, was der Steier macht. So, Dele, dann bringen wir den dahin. Und dann haben wir auch in der heutigen Folge noch jede Menge zu tun, weil wir müssen noch Felder ansehen und, wie gesagt, einige Aufgaben, einige Aufträge abarbeiten. So, den Kollegen schicken wir jetzt nämlich auch los. Den haben wir nämlich mittlerweile auf unser anderes Grasfeld gebracht. Und dort wird jetzt auch ordentlich Gras gemäht, gearbeitet mit dem Fendt Vario 314. Hervorragend. So, dann haben wir hier die nächsten Aufgaben, die gemacht werden müssen. Er macht hier eine Schwart, aber ich denke, den werde ich gleich hier selbst übernehmen müssen, weil die Arbeit hier rum wird er dann nicht erledigen können. Dann schalten wir den mal aus, springen zum nächsten Aufgabe oder zum nächsten Auftrag und das ist hier nämlich jetzt ansehen. Wir haben noch zwei Felder Soja oder beziehungsweise zwei Felder waren noch frei. Ein Feld habe ich da hinten bereits fertig gemacht mit Soja. Jetzt kommt dieses zweite Feld. Und dann müssten eigentlich alle Felder soweit ready sein. Und das machen wir mit unserem Johnny mit dem Neuzugang. So, dele, rückwärts. Okay, stopp. Jetzt geht's los. So. Dann machen wir wie üblich hier unser kleines Vorgewende, damit das dann ein bisschen einfacher hat, denn der Zaun stört natürlich schon ein bisschen hier beim Wenden. Und dann, wie gesagt, habt ihr mir ja in die Kommentare geschrieben, habt mir ein paar Tipps gegeben, die werden wir jetzt in der heutigen Folge umsetzen. So, dann fahren wir noch einmal hoch und dann denke ich, können wir den Helfer losschicken. Denn wir werden auch heute wieder mit vielen, vielen Helfern arbeiten. Denn wir sind im April, haben noch einiges zu tun. Gras einbringen, Heu machen, Silage, Felder, düngen. So, kommt die Ecke. Jupp, wunderbar, das passt. So. Das Soja ist im Wesentlichen natürlich für unsere Schweinchen. Da habe ich auch einen neuen Mod heruntergeladen. Einen neuen Viehtransporter gab es im Mod-Hub. Den, denke ich, werden wir uns dann auch mal demnächst ausleihen, beziehungsweise vielleicht sogar kaufen. Damit wir auch hier mal ein bisschen real unsere Tierchen dann auch wegbringen. So, dann lassen wir mal den Helfer laufen. Aber schauen mal, ob er hier auch sauber an den Bäumen vorbeikommt. Und vor allen Dingen auch an unserem kleinen Bienenstock, den wir ja hier haben. Ah, ja, okay. Sehr schön. So, links haben wir Ackergras. Das ist auch schon erntereif. Also da haben wir auch noch zu tun.
vor uns die Zuckerrüben. Da müssen wir demnächst das Unkraut bearbeiten. Und so wie es aussieht, schafft der Johnny hier auch sauber jetzt hoffentlich die Wände, wenn er jetzt nicht wieder wild zurückfährt. Naja, wusste ich es doch. Natürlich fährt er wieder wild zurück. Dann müssen wir hier dann doch selbst eingreifen. Okay. So. Und ab die Post. So, Dele, auf geht's. Und jetzt habt ihr ja mal, wie gesagt, geschrieben, dass man natürlich hier auf dem Pappelfeld auch nochmal eine Reihe dazwischen setzen kann. Ja, ich glaube, das passt jetzt nicht ganz so mit dem Helfer. Da müssen wir ein bisschen rüber. Ja, jetzt sieht das schon wieder etwas besser aus. Und so werden wir natürlich hier den Ertrag steigern, dass wir das ganze Feld hier voller Pappeln machen. Ich habe mir dann extra hier diese Maschine nochmal ausgeliehen, nochmal eine Kiste Pappeln gekauft. Und ich glaube, das passt so. Und dann müssen wir mal schauen, vielleicht können wir tatsächlich hier nochmal zwischen den Reihen nochmal was reinhauen. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Pappeln für unser Projekt Hackschnitzel. Für unser Bio-Heizkraftwerk. Für das Projekt werden wir da deutlich mehr Hackschnitzel jetzt hier produzieren können. Oder eben Pappelballen. Das werden wir dann noch in der Zukunft sehen. Aber ich denke, hier soweit klappt das. Hier auch erstmal vielen Dank für den Tipp, für den Hinweis. Und auch der nächste Hinweis kam von euch, dass ich ja mein Gülleproblem hier beseitigen könnte, indem ich natürlich Aufträge annehme, hier Düngeaufträge. Und die habe ich hier jetzt auch entsprechend angenommen. Zwei Stück gab es und da steht es ja auch ganz klar drin, Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Das heißt, hier werden wir auch zukünftig viel, viel, viel mehr Aufträge abarbeiten, damit wir unsere Gülletanks leer kriegen, die ja extrem voll sind. Sehr schön, auch hier vielen, vielen Dank für den Kommentar. Sowas habe ich dann überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir das natürlich auch machen könnten. Denn unsere Schweinchen produzieren Gülle ohne Ende. So. Zack. Jetzt habe ich nur gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er hier mit diesen... Ich weiß gar nicht, was ist denn auf dem Feld hier drauf? Pastinake ist hier drauf. Und ich bin mir nicht sicher, ob er da Probleme hat mit dem Düngen. Obwohl links unten zeigt das eigentlich sauber an. Denn er zeigt als immer zwischendurch mit diesen Wellen, hat er irgendwie, scheint er Probleme zu haben. Ja, man sieht es nicht richtig. Aber hier sieht man es jetzt. Da hat er nämlich einen Aussetzer gehabt. Da sind nämlich Löcher zwischendrin. Okay. Aber ich denke, wir kriegen den Auftrag trotzdem abgearbeitet. Wir kriegen das Feld soweit mit Gülle bearbeitet. Ja, auch hier überall Löcher zwischendrin. Ich weiß nicht, ob das an diesen Schleppschläuchen liegt oder eben hier an diesen... ja, wie heißen denn Dinger wieder? Diese Wellen jedenfalls. So, schauen wir mal. Wie weit sind wir denn? Stopp, hier. 74. Okay, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ja, ich habe so den Verdacht. Das wird dann jetzt doch knapp. So, dann lassen wir das Ganze mal ab und fahren hier nochmal die Bahn in der Hoffnung, dass es dann vielleicht doch am Ende reicht, um den Auftrag zu beenden. Auf jeden Fall, die Gülle geht raus ohne Ende. Gar keine Frage. Ja, rechts unten sieht man es, das sind zwei ganz große Stellen, die eben nicht bearbeitet sind. Da ist keine Gülle ausgebracht worden.
So, oh, 87, also doch, wir müssen definitiv schauen, dass wir da unten diese zwei blanken Stellen noch bearbeitet bekommen. Okay, jetzt macht er was. Ja, lässt aber trotzdem wieder Stellen frei. Ich weiß nicht, ob das am Gras liegt. So. Jetzt hoffe ich, dass gleich hier die Meldung kommt. Ja, jetzt geht hier keine Gülle raus. Warum nicht? Ja, an der Stelle will er einfach keine Gülle rausmachen. Jetzt versuchen wir es mal anders. Oh, die Fußgänger werden sich natürlich auch freuen hier. Okay, so bergauf geht's anscheinend. So, wie weit sind wir? 93. Eieieiei. Okay. Ja, man sieht's nicht so richtig. Ja, bergauf scheint es zu gehen, aber mit den Rillen scheint es eben nicht zu funktionieren. Wir sind bei 95 und der Tank ist sowieso leer. Das heißt, wir fahren mal schnell zurück. Und ich bin mal echt gespannt, wo wir hier diese 5% auf dem Feld noch hinbekommen. Weil so viele Stellen haben wir ja gar nicht mehr zum Düngen. So, auf jeden Fall haben wir schon wieder eine Tankladung jetzt weggebracht. Dann fahren wir mal zu unserem Hof. Und am meisten Gülle haben wir ja im Schweinestall, aber auch die Kühe sind sehr, sehr fleißig, was das Thema angeht. So, Dele. Und Charlie ist auch schon wieder unterwegs auf der Straße. So, vor dem Lieferwagen noch rein. Und das andere Feld, das ist Feld Nummer 3. Wo ist denn Feld Nummer 3? Ah, das ist hier oben. Ich glaube, dann gehen wir mal dahin. Dann können wir den Auftrag schon mal abschließen. Dann müssen wir nämlich eigentlich nur hier raus und die Straße hoch. Und dann muss ich einfach in Ruhe nochmal schauen, wie wir das hinkriegen mit dem anderen Feld. Wo uns die 5% noch fehlen. Sudele, links haben wir unsere Sonnenblumen. Wunderbar. Ah ja, der kämpft hier mit diesen 18.000 Litern. 300 PS. Ja, und da haben wir erstmal Feld Nummer 10 und danach müsste eigentlich Feld Nummer 3 kommen. Augenblick mal. Ach du Schande. Nee, das ist ja ganz da hinten. Das ist nach der Müsli-Fabrik. Aber wir könnten doch eigentlich jetzt hier lang fahren und dann quer rüber.
dann fahren wir hier einfach mal durch die Birkenallee. Ja, und auf der rechten Seite sozusagen unser Ziel, das Ziel unserer Produktion, die Müsli-Fabrik, sieht man hier rechts hinter dem Außenspiegel. Und wir arbeiten ja, dass wir sämtliche Produkte hier auf dieser Map uns dann langsam aber sicher kaufen können, beziehungsweise selbst herstellen und produzieren können. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Rosinen. Dazu werden wir irgendwann auch mal das Rebenfeld, das Traubenfeld eben kaufen. Die Weinreben, so ist, glaube ich, jetzt richtig. Und dann werden wir auf jeden Fall hier auf dieser Map auch mal ausnahmsweise Rosinen herstellen. So, wir müssten eigentlich hier, glaube ich, rein. Jo, hervorragend. So, dann klappen wir mal aus. Das ist auch deutlich einfacher, glaube ich, jetzt hier zu bearbeiten, weil wir hier nicht diese... Ah, Dämme, jetzt habe ich es. Dämme haben, wie bei den Pastinaken. So. Sehr schön. Und da hinten, wie sieht's aus? Ah, der Fan steht. Der ist soweit jetzt erstmal mit dem Mähen fertig. Okay. Und auch hier haben wir wieder diese kleinen Aussetzer. So, dann fahren wir hier runter. Und dann lassen wir auch hier wieder den Helfer laufen. Dann schauen wir nochmal rüber auf unser Grasfeld, wie es da aussieht. Da müssen wir auf jeden Fall noch Heu einsammeln. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch Gras schwarz machen. Sehr schön, wunderbar. Ein bisschen lassen wir außen stehen. So, und ab der Helfer. Das kriegt er jetzt, denke ich, alleine hin. Dann schauen wir mal. Okay, er ist hier für die Grasschwarz zuständig. Er ist... Ja, dem müssen wir nochmal schnell helfen hier. Das ist übrigens auch interessant, dass er hier überall immer so einen Streifen zwischendrin freilässt. Aber okay. So, dann machen wir das folgendermaßen. Wir starten den hier von hier unten. Sehr schön. Dann kann der Kollege hier auf jeden Fall das Feld jetzt in Ruhe fertig machen. Und wir kümmern uns jetzt hier um die Grasschwart. Ja, da muss man mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Denn der hat ja hier auch immer ein bisschen Probleme, der Helfer hier den richtigen Weg zu finden. Ja, da hat dann auch immer ein bisschen was liegen lassen. Also so richtig sauber arbeiten die Kollegen gerade hier nicht. Dann fahren wir mal jetzt hier runter. So,
ich denke, dann können wir mal so den Helfer hier fahren lassen. Und dann okay, wunderbar. So, wo ist denn jetzt unser Ladewagen? Hier ist der Ladewagen. Sehr schön, da werden wir nämlich hier noch ein bisschen Heu einfahren. Ah, der Tank ist leer. Das wird vermutlich unser... Passt das? Passt das? Jo, wenn ich so drüber fahre, passt das. Sehr schön. Das wird natürlich unser Güllelaster sein. Und da vorne sind wieder mal die Rehe unterwegs hier auf der wunderschönen Alpenmap auf der Neumini-Brunnen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ihr habt es gesehen, wir sind wieder mal kräftig hier am Arbeiten. Überall hat es hier Baustellen, überall gibt es hier was zu tun. Und ich bedanke mich recht herzlich natürlich bei den Kommentarschreibern für die Tipps, für die Hinweise, für die Gülle und natürlich auch für die Pappeln, dass wir da nochmal eine Reihe dazwischen reinsetzen können, um dann natürlich bei der Ernte die Erträge zu steigern. Ich sage recht herzlichen Dank. Hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen gefallen und wir sehen uns demnächst wieder hier auf der Neumini-Brunnen, unserer Alpenmap, unserem Alpenprojekt, wo wir jetzt, glaube ich, schon Folge 112 sind. Ich sage Dankeschön und wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.